Willkommen zurück bei Football Drama, siebte Woche der Meisterschaft. Unser persönlicher Status sagt 6 Karma-Punkte, 11 Chaos-Punkte, 16 Münzen. Was kann ich denn mit den Münzen machen? Einkaufen gehen? Wir sollten mal wieder richtig trainieren, nicht immer nur Bier trinken gehen. Geschundene. Wir spielen gegen die London Pensioners from Russia with Love. Sind sie bei uns zu Gast. Der Zustand deines Teams ist so lala. So, wir trainieren jetzt tatsächlich mal wieder Fußball und zwar Tempo mit Sprints. Lichtgeschwindigkeit werden wir nicht erreichen, aber so schlecht sind wir nun auch wieder nicht. Le Brie Courant Bocco. Das ist Französisch und heißt, wir gewinnen. Karma plus 1, Angriff plus 1. Gegen die alten Herren mit Krückstock im Logo. Das sind aber alles Veteranen, die uns das Leben nicht einfach machen werden. So, wir trainieren. Wir nehmen für die Partie die Karten Schwalbenkönig, 4-4-2, Manndeckung, 5-3-2 und Zonenkontrolle. Wenn da Spieler aus Deutschland bei sind, kennen die sowas wie Zonenkontrolle vielleicht noch. So, du schlurfst ihn immer zum Platz, das ist eine Sackgasse, was auch immer du tust, es wird Konsequenzen geben, du musst den Rubikon überschreiten. Los geht's. Aus dem Old Barracks Stadium in Colchester, Joy City melden sich John Scrooge und Brian Doodle. Die auserwählten Krieger beider Stämme betreten den Platz. Ein sehr windiger und feuchter Tag hier in Colchester Joy City. Kann es jetzt mal endlich losgehen? Meine Güte. Power 75 gegen Power 59. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser Wert das einzig Entscheidende oder das hauptsächlich Entscheidende ist. Laut diesem Wert sind wir hier aber überlegen. Aber das muss im Fußball ja nicht so viel heißen. So, jetzt labert doch nicht so viel. Meine Fresse. Können wir jetzt endlich mal anfangen? Ist mir noch nie aufgefallen, dass das so unendlich lange dauert. So. Jetzt. Ja, der Platz ist nass. Das muss nicht unbedingt von Vorteil für die stärkere Mannschaft sein. Boah, was dauert das denn so lange? Das dauert doch sonst nicht so lange. Ist hier irgendwas, sind die Controller nicht richtig an? Oder wird hier irgendwas umgestellt? Oder hat sich meine Wahrnehmung geändert? So, jetzt hier mal eine Torchance. Und der Ball ist drin. Frühes Tor, 1-0. Wunderschönes Ding. Nicht lang gefackelt. Der haut den Ball einfach rein. Das ist das frühe 1-0. Pensioners jetzt mit dem Anstoß. Und da wird es direkt gefährlich. Die alten Herren wollen es wissen. Wollen hier einen schnellen Ausgleich. Aber da ist der Ball weg. Und es gibt ein Foul. Brutales Foul. Gelbe Karte. Für die Gäste. Regeln sind Regeln. So. Haben wir hier irgendwas an den Anzeigen geändert, dass ich die Beschleunigung aktivieren? Was heißt Beschleunigung aktivieren? Dass das Spiel schneller geht? Ich kann mich nicht erinnern, das angemacht zu haben. Vielleicht ist es einfach nur meine Tagesform, dass mir das jetzt hier so langsam vorkommt. Wir sind die treuen Fans. Aus Colchester kommen wir. Alle, alle, alle. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, fast der Ausgleich. Der Torwart kann den Ball abklatschen. Ich probiere das jetzt einfach mal mit Beschleunigung, weil irgendwas ist. Ich bilde mir ein, es ist anders. Anders als beim letzten Mal. So, was passiert, wenn ich den Beschleuniger anhabe? Jetzt geht es einfach schneller. Au! Ne, jetzt ist, glaube ich, einfach die Frequenz aller Bewegungen und aller Aktionen erhöht worden. Ja, jetzt ist, das hatten wir definitiv nicht sonst so. Aber es geht jetzt ein bisschen schneller. Mir kam es sonst nicht so lange langsam vor. Ah, das ist jetzt auch ein bisschen zu hektisch. Machen wir es wieder aus. So. Das ist vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung des heutigen Tages. Es ist auch wieder ein paar Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal dieses Spiel hier gespielt habe, seitdem ich den letzten Part aufgenommen habe. Vielleicht. Sonst nicht so ungeduldig.
Noch, dass ich die Kommentatoren sonst mehr wegdrücken konnte. Gurkenteam am Arsch der Welt. Ihr seid ein Gurkenteam am Arsch der Welt. So. Badumts. So, der Halbzeitpfiff nähert sich hier. Passiert für uns nicht mehr viel Positives, außer dass wir das Null, die Null noch halten können. Das Null. Dass wir das Gegentor noch verhindern können. Wenn wir so weitermachen, könnte es aber schnell hier noch zum 1-1 kommen vor dem Halbzeit-Tee. Ja, und jetzt, wenn die Spannung so ein bisschen steigt, dann nerven mich die Kommentatoren auch nicht so. So, jetzt weg damit. Schiri, pfeif ab. Pfeif ab. Pfeif ab. Pfeif ab. Halbzeit ist rum. Ja. Wir führen 1-0. Hätte auch das 1-1 noch geben können. Die eine Chance, die Warten haben wir genutzt. Gegen die alten Herren. Sehr viel Ballbesitz bei uns. Und mal wieder komische Verteilung. Der Spieler sagt mir, was ich tun soll. Probier es mit Formation 5-3-2. Wir spielen jetzt auf unsere eigene Fankurve. Und mal sehen. Können wir vielleicht schnell das 2-0 erzielen. Dann wäre hier erstmal Ruhe im Karton. Ansonsten ja, nicht die verdienteste Führung. Aber wenn der Gegner die Chancen nicht macht, machen wir sie halt. So, das war eine misslungene Aktion. Noch spiele ich erstmal keine Karte. Ich warte erstmal die erste Viertelstunde ab, wie das Spiel hier weitergeht. Ah. Manchester spielt den Ball zurück. So, die finden das Spiel langweilig. So. Das Spiel. Ah ja, jetzt die Gegner hier in der Offensive am Strafraum unserer Mannschaft. Und da gibt es einen Foul. Ein Verteidiger von Pensioners hat seinen Gegner brutal gefoult. Ein Verteidiger von denen am gegnerischen Strafraum. Ich dachte, wir hätten gefoult. Die zweite gelbe Karte für die alten Herren. Wir haben den Ball. So. Da ist der Ball schon wieder weg. Mal Tiefpunkt, aber vom Tiefpunkt möchte ich hier nicht sprechen. Wir führen ja schließlich noch so noch knapp 25 Minuten zu spielen. Solange wir führen, möchte ich ja auch keine Karte spielen. So, wir haben den Ball. So langsam laufen. Jetzt nutzen sie die Lücke. Es wird gefährlich. Da ist eine Lücke. Und es gibt einen Foul unserer Spieler. Eines unserer Spieler. Gelbe Karte für uns. Die dritte Verwarnung im Spiel. Und jetzt ein Freistoß aus aussichtsreicher Position. Habe ich jetzt zu lange gewartet mit dem Kartenspiel? Ich möchte hier nicht um den Ausgleich betteln. Da ist jetzt eine dicke, dicke Chance. Da ist eine dicke, dicke Chance. Ah, der Keeper kann den Ball abwehren und abklatschen. Das ist mir jetzt echt zu heiß. Ich spiele dann doch nochmal eine Karte. Wenn wir den Ball jetzt hier nochmal bekommen. Erstmal den Ball jetzt hier klären. So. Eine Stunde noch circa. Ach so, ich will doch eine Karte spielen. Lasst mich doch. So. Wir täuschen jetzt erstmal eine Verletzung vor, um noch ein bisschen Zeit zu schinden. So, wie immer weiß ich nicht, woran man erkennt oder wie man das... Dass entschieden wird, ob die Karte erfolgreich ist oder nicht. Verletzung vortäuschen. Tja, alle im Stadion haben offenbar gesehen, dass du gar nicht verletzt bist, aber versagt. Ach, im eigenen Stadion ist das doch egal. Also so auch der Schiedsrichter, so der sterbende Schwan, wird als Schauspieler entlarvt. So, den Gegnern läuft aber auch die Zeit davor. Noch 5 Minuten. Ah, wir können aber auch nicht... Hier nochmal einen Angriff starten. Die können jetzt hier nochmal gefährlich werden. Jetzt nicht den Ausgleich kurz vor Schluss kassieren. Hau weg das Ding. Hau weg das Ding. Das wird nochmal brandgefährlich hier. Das wird nochmal brandgefährlich hier. Und... Oh, Pfosten! 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 Da steht Lattenknaller. Ja, ich habe es als Pfostenknaller gesehen.
Aber egal, Querlatte. So, hau weg das Ding. Es ist schon Nachspielzeit. Five up, Schiri. Five up. Die gegnerischen Fans feiern, obwohl der Ball noch gar nicht im Tor ist. Sind die Fans auch so alt wie die Spieler? So, es brennt lichterloh. Die Stimmung kocht über. Und es gibt nochmal hier eine Standardsituation oder was? Die Szenen aus dem Spiel, die repräsentieren. Oh, der Torwart fängt den Ball. Die passen halt nicht zu dem, was vorher auf dem Spiel passiert. Da gibt es dann eine ganz andere Verteilung der Spieler in diesen Szenen. Das stört mich nach wie vor. Es hagelt hier weiterhin dicke Chancen für die Gäste, aber die Null steht. Jetzt Schiri Pfeife ab. Wir sind schon in der Nachspielzeit, schon deutlich in der Nachspielzeit. Es gab einige gelbe Karten. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 1-0 gegen die Pensioners aus London. Das ist ein Arbeitssieg. Partie endet in der 91. Minute, ist ja auch nicht ganz korrekt. Wir hatten einen Torschuss, den haben wir genutzt. Die Gegner hatten 5. Wir haben gewonnen, bekommen eine neue Karte. Das ist Tiki-Taka. Entweder entnervst du den Gegner und behältst von dir volle Kontrolle oder du versagst höchst schmerzhaft. So, Bassina Kata, Ginienses verliert 2-3 gegen FC Bollywood. Wir gewinnen 1-0 gegen die London Pensioners. Abu Dhabi Reserve verliert 0-2 gegen Paris. Blunted Weapons gewinnt 3-0 gegen Pediludium Senoptutis. Volcinone verliert 0-3 gegen Chickens from the Galaxy. Oh, London Pensioners waren die Tabellenführer. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Wir klettern in der Tabelle auf Platz 4. Haben 11 Punkte, London Pensioners 12, Paris 12, Bollywood 12. Ja, am nächsten Spieltag können wir da durchaus nach der Tabellenspitze greifen. So, Pressekonferenz. Uns mehr wieder auf den Keks gehen. Meine Aktien gehen rauf und runter. Dann mal los. Wir haben alle gesehen, wie sehr sie sich da auf der Bank abgemüht haben. Die Fans scheinen das gut zu finden. Jetzt hat The Gun und andere Klatschpresse Bilder gezeigt. Von ihnen und von Frau Aluminovic zusammen. Gibt es da etwas zu deklarieren? Sie ist hübsch, nicht wahr? Plus 2. Okay, plus 1. Sie werden wortgenau in L'Equipe zitiert werden. Vielen Dank an alle. Plus 1. Ja, ich komme gut an. Wir haben gewonnen. Der Präsident mir jetzt auf die Finger haut. Wenn er mir einen Dreier anbietet, ist dann die Frage. Gerüchte über Rocco und Monika bestätigt. Immer wieder steht hier Ball Sobelli Slatanelli vor Abflug. Erfolg, einfach einwechseln. Wir gewinnen 1-0. So. Zum Orakel. Was genau bestimmt die Entwicklung dieser Geschichte, dieses Teams, deines Lebens? Buch der Wechsel. Liebes Buch der Wechsel. Da wären wir also wieder. Also, wie soll ich die Münzen werfen? Ich werfe mit meiner rechten, der langweiligen Hand. Ich werfe die Münzen, plus 1. Ding, 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 dong. Ringeriger Ding, dong, Song. Was heißt das jetzt? Oh, Hybris. Ah, klar. Hybris. Ja, was heißt das? Jugendlichen Übermut ist im Erfolg beschieden. Ich bin es nicht, der den jungen Narren sucht. Der junge Narr sucht mich. Aha, ein Gentleman pflegt seinen Charakter durch Gründlichkeit bei allem, was er tut. Das ist so wie Glückskekse. Sehr kryptisch. Interessanter Rat. Weil Glückskekse meist weniger kryptisch sind. Ich bin dankbar, wert es nichts. Nun ist mein Geist sauber und rein. Oder verwirrter denn je? Tagträume und Phobien ist doch genau mein Thema. Dein Chaos hat sich geändert. Eine Karte gewonnen. Gegnerische Fans provozieren, das ist doch genau mein Ding. Die eigenen Spieler dazu aufzufordern, das Publikum aufzustacheln, ist ganz schön verwegen. Wer weiß, was da alles passieren kann. Aber ist genau mein Ding. So, meine Damen, im nächsten Part geht's weiter. Tschüss, bis dann.